in der Löcher, meine lieben Freunde. Und damit darf ich Sie zum Daily Vlog begrüßen. Wir lagen wieder, ja, wie jeden Tag. Ja, fangen wir am ersten an. Wie immer ursprünglich im Klarträumen hat heute Nacht wieder schlechter funktioniert. Nachdem es die letzte Nacht, also am Montag hat es auch gut funktioniert, bis von Montag auf Dienstag. Und jetzt von Dienstag auf heute wieder scheiße. Weil ich halt einfach zu müde war. Ich bin dann echt noch relativ lange am PC gesessen, weil ich noch sau viel für YouTube gemacht habe. Ich habe noch das Weihnachtsspecial aufgenommen. Ich habe noch die Stream-Ankündigung aufgenommen. Gibt nachher einen Livestream um 19.30 Uhr auf hitbox.tv/studio-rp. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da kommen würdet. Und ja, da war ich dann halt gegen Ende schon relativ müde. Ich habe mich dann sogar von 23:45 bis 23:45 kurz hingelegt und habe kurz geschlafen. Und danach habe ich dann noch die Mario Party-Folge für heute bearbeitet. Ja, weil ich so müde war, musste ich mich dafür kurz hinlegen. So müde war ich. Und deshalb war ich ja halt auch zu müde, um die Hypnose-Teile richtig zu machen, um mich richtig auf diesen ganzen Hypnagogien, WLD und so Zeug zu konzentrieren. Und daher habe ich gestern wieder verkackt. Ich kann mich an so ein paar Schnipsel hypnagogienmäßig erinnern, aber nicht an alles. Nee, kann ich leider nichts zu sagen. Aber ich denke, heute Nacht wird es besser, beziehungsweise gut, ich weiß noch nicht, wie lange ich streame. Ich habe ja noch viel vor, ich möchte heute noch streamen. Da muss ich noch die zwei Videos für morgen hochladen, die sind schon gerendert, also Randall und Mario Maker. Und da muss ich noch das Weihnachtsspecial schneiden. Dauert nicht so lange, aber doch ein bisschen, weil ich da ein paar alte Videodateien brauche, die ich nicht mehr auf dem PC habe, sondern die ich mir erstmal vom Kanal ziehen muss. Und das möchte ja auch morgen kommen, ne? Und ich bringe dann die Videos schon morgens. Ich hätte die eigentlich dann gerne alle komplett fertig, bevor ich ins Bett gehe. Genau, das sage ich euch nochmal morgen eben im Ablauf. Es ist an Weihnachten immer so, an Heiligabend, dass ich die Videos immer alle morgens bringe, weil die meisten Leute sind mittags und abends schon mit ihrer Familie beschäftigt. Daher kommen alle morgens. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Das Weihnachtsspecial kommt zuerst um 11. Randall's Monday kommt dann danach um 11:30. Und Mario Maker kommt zuletzt um 12. Den Daily Vlog wird es morgen höchstwahrscheinlich nicht geben, weil es ist Weihnachten. Ich möchte an Weihnachten nicht viel YouTube-mäßig machen. Es kann sein, dass einer kommt, wenn ich Zeit habe, wenn ich mal merke, oh, yo, ihr habt gerade eine halbe Stunde nichts zu tun, meine Eltern sind beschäftigt, dann vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich sehe ja dann, vielleicht finde ich Zeit, vielleicht nicht, sehe ich dann Sputsch an. Ja. Ansonsten war heute Morgen noch irgendwas doll Spannendes. Nee, aber ich hatte gestern Abend voll Sorgen um meine Eltern, weil die sind einfach zu Nachbarn oder zu alten Vermietern gegangen, zum Christbaum loben und haben mir nichts gesagt. Die waren einfach weg und ich wusste nicht, wo die sind. Und ja, ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht, weil egal wann sie wohin gehen, sie sagen es mir davor. Diesmal haben sie es nicht getan. Und die Sache ist die, mein Vater hat noch das angebissene Brot vom Abendessen da liegen gehabt. Da habe ich gedacht, nicht, dass irgendwas passiert ist und dass die irgendwie schnell ins Krankenhaus müssen oder sonst was, weil hier noch ein angebissenes Stück Brot lag mit Teller und Soße und was auch immer. Und deshalb war ich da ein bisschen ängstlich. Aber war alles gut. Die waren nur bei bekannten Freunden und waren da Christbaumblumen. Alles gut. Die leben noch. Ich bin kein Weise geworden. Alles ist okay. Alles super. Ja, dann habe ich, wie gesagt, habe ich jetzt noch was aufgenommen? Ja, genau. Ich habe nur das Weihnachtszeug aufgenommen. Weihnachten und Stream-Ankündigung haben wir aufgenommen, sonst nichts. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auf das Weihnachtsspecial. Morgen ist ein kleines Gewinnspiel, wo ihr ein paar tolle Spiele gewinnen könnt. Hoffe, da macht ihr mit. Guckt euch an. Es gefällt euch. Dann möchte ich auch so ein paar alte Projekte von mir ein bisschen pushen, die mir sehr am Herzen liegen. Guckt auf jeden Fall morgen um 11 rein, würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Ansonsten, gestern Abend, als ich sehr müde war, ist nicht mehr viel passiert. Heute Morgen auch nicht, heute auf der Arbeit war es sehr gechillt, weil Tag vor Weihnachten, du hast kaum noch was gemacht. Jetzt die letzte halbe Stunde sind wir alle zusammen oben im Vertrieb gesessen und haben Bier getrunken. Ich nicht, weil ich noch in der Probezeit bin, aber wir hatten noch ein bisschen geredet, war voll nett und so. Und ja, ansonsten war es, wie gesagt, echt ein total gechillter Tag, weil, ne, wie gesagt, der Tag vor Weihnachten, du machst nicht mehr viel, ist klar, keine Ahnung, summa summarum hatte ich heute vielleicht Arbeit von 4 Stunden, meine 8 Stunden, ich bin so früh rausgekommen und habe 5, muss wieder in die eine Stadt, weil ich heute meine neue SIM-Karte kriege, dann funktioniert mein Handy endlich wieder. Aktuell benutze ich das ja wirklich nur als MP3-Player und als Kamera für die Vlogs, ansonsten, ja, okay, gut. Ja gut, okay, zu Hause habe ich WLAN, aber ansonsten ich bin dann nicht über WhatsApp erreichbar oder so. Man kann mich nicht anrufen, kann also man schreiben, hat alle Funktionen, die eine SIM-Karte mit sich bringt, kann ich gerade nicht ausführen. Und da kriege ich heute meine neue und dann kann ich das wieder und dann bin ich glücklich, ja. Aber davor muss ich erstmal diese schreckliche Strecke fahren, die ich so abgrundtief hasse. Ja, wie gesagt, ansonsten heute Abend noch Stream.
Und danach müsst ihr auf noch das Weihnachtsspecial schneiden. Gott, das wird toll. Kann sein, dass vielleicht sogar liebe Alkira mitziehen, weil die hat sich gestern, glaube ich, eine Wii U gekauft und hat gesagt, sie möchte MK8 streamen. Ich weiß zwar nicht, weil die eine Capture Card hat, aber anscheinend hat sie eine. Ich habe sie mal angeschrieben, ob wir zusammen streamen sollen. Kam aber noch keine Antwort, aber das seht ihr dann heute Abend, ja, wenn ihr auf Hitbox geht. Also wenn, dann werden wir wahrscheinlich mit MK8 mal anfangen. Ansonsten geht's mit Mario Maker los. Weil die Streamkündigung nicht gesehen haben, sag ich mal kurz, was es heute Abend gibt. Es gibt auf jeden Fall Mario Maker und oder MK8. South Park möchte ich weitermachen. Just Dance von 10 bis 11 ist fest und auf jeden Fall. Und eventuell dann danach noch irgendwas anderes. Keine Ahnung, League of Legends oder so. Ich weiß aber noch nicht was. Vielleicht wünscht ihr euch dann auch was. Vielleicht probieren wir nochmal eine Neverending Challenge aus oder so. Muss mal gucken. Muss mal. Obwohl, ne, wenn ich mir danach noch was vorhabe. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir ein andermal. Das machen wir nicht heute. Ein andermal. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Und ansonsten habe ich heute auch nichts mehr vor. Wie gesagt, Arbeit war halt sehr gechillt, weil Weihnachten war voll schön und so. War toll. Und ja, ich hoffe, ihr habt morgen alle ein frohes Fest. Und sagen, vom Vlog war es jetzt soweit. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch meine neue Handykarte holen, dann streamen und dann war es auch mit dem Tag. Morgen kommt vielleicht ein Vlog, aber eher nicht. Ich muss mal gucken. Wenn ich zeitlich schaffe, dann mache ich einen. Wenn nicht, dann nicht. Also stellt euch mal auf nicht an, aber es kommen ja trotzdem 3 Videos. Randall, Mario Maker und Weihnachtsspecial, also von dem her. Und im Weihnachtsspecial seht ihr auch meine Fresse in groß. Also, das müsst ihr nicht missen. Das müsst ihr morgen nicht missen. Dann gibt es ein 20-Minuten-Video, wo man nur dieses Gesicht sieht. Toll, oder? Ist noch ein bisschen Gameplay mit reingeschnitten, aber wie gesagt, meistens nur so halt, ja. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall von hier aus gesegnete Weihnachten. Hoffe, ihr habt alle morgen Spaß. Kriegt das, was ihr euch wünscht, verbringt Zeit mit eurer Familie oder habt einen schönen Abend alleine mit euren Kumpels, je nachdem, jeder feiert ja Weihnachten anders. Wenn ihr keinen Weihnachten feiert, hoffe ich, dass ihr habt ja morgen trotzdem frei, dann wünsche ich euch morgen einen schönen Urlaub oder so. Und ja, wenn es wieder gefallen hat, drücke ich einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Links zur ersten Folge und zur Playlist ist unten in der Beschreibung und alle Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wie gesagt, frohe Weihnachten und ja, yeah, was ist noch zu sagen, außer Jessie Lee.